Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus hier in Fischis zu Hause. Und ich will ehrlich gesagt nicht weitergehen. Da kommt doch gleich der Fischi hoch. Es war so klar! Lass mich in Ruhe, Fischi! Lauf doch weiter, anstatt hier rumzuhängen. Ah, du Scheiße. Warum? Warum? Scheiß Fischi. So, das nehme ich mit. Ist auch. Und das ebenso. Ist alles meins. Bist du nicht. Oh, da ist noch einer. Artyom, Artyom, bitte kommen. Dein Signal wird schwächer. Das Terminal besteht aus Unmengen Stahl und Beton. Dadurch wird dein Signal abgeschirmt. Okay, da war wohl noch ein zweiter. Drecksack. Okay. Einfach cool bleiben. Brauche ich die Gasmaske jetzt noch? Glaube ich nicht. Ich finde, Entwickler sollten sich auf eine Steuerung einigen. Das Springen hier mal auf Y ist und da auf A und hast du nicht gesehen, das war so grottig. Gott, ich höre ihn doch schon. Ich weiß, dass du hier bist. Wo ist der Ghoul? Okay, den kann ich nicht treffen. Wir haben dezent jetzt ein Problem. Oh. Oh, das ist. Oh Gott. Oh Gott. Habe ich echt dafür keine Munition mehr? Doch, klar. Also wie schnell geht denn die Munition leer? Und wie oft soll ich noch auf deinen Kopf treffen? Hä? Alladehemmung! Oh mein Gott! Jetzt begreife ich es. Ich glaube, der überhitzt. Bleib mal kurz da, ja? Ich muss mal kurz meine Waffe abkühlen. Oh. Meine Fresse. Ich will den Angler hier ausbeuten, nicht das Licht ausmachen. Okay. Die Frage ist, ach so, hier wäre eine Abkürzung hier hoch gewesen. Ah, das wäre fatal gewesen, wenn ich hier lang gegangen wäre, weil da direkt der knuspernde Ghoul war. Ja, aber jetzt kann ich das mitnehmen. Und das nehmen wir auch mit. Oh, da liegt noch einer. Ach, Fischi. Hört sich jemand anderen nerven, vielleicht hätte ich ihn nicht abschießen sollen. Vielleicht nimmt er mir das übel. So, ich. Wo bin ich denn hier und wo kann ich denn überall lang gehen? Komme ich von hier? Komme ich nicht von hier? Bin ich alles sehr verwirrt. Ich glaube, ich komme von hier, oder? Ja, von hier komme ich, okay. Alles klar. Habe ich dich schon gelootet? Oh. Oh, guck mal, da laufen welche. Die töten wir einfach mal vorab. Das ist das nämlich weniger so ein Problem. Ist der da gerade noch rumgekreucht oder komme ich daher? War ich nicht. Immer noch nicht. Oh mein Gott. Ich will. Liebe Steuerung, du bist kacke. Nur irgendwo Ghule, die ich abschießen kann.
Damit sie mir nicht auf die Pelle rücken. Oh, guck mal da. Aber komme ich nicht von da? Ich glaube, den hätte ich gar nicht erst abschießen müssen. Egal. Ich schieße alles ab, was kommt. Sicherheit geht vor. Okay, gehen wir wieder hoch. Gucken, ob wir noch was zum Abschießen finden. Ich versuche jetzt die Augen offen zu halten. Ich meine, die können ja easy überall rüberklettern, wenn die mich sehen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so verkehrt. Oh. Okay. Was gefällt mich, dass der da rumfliegt? Passt mir gar nicht in den Kram. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der auch noch nicht zum Einsatz kommt. Ah, hi. Oh. Oh. Falsche Waffe. Sonst hier keiner? Sehr schön. Dann will ich den Scheiß hier erstmal auf. Gib mir auch langsam die Munition aus. Und mit dem Rucksack kann ich die nicht herstellen, ne? Dafür brauchte ich, glaube ich, die Werkbank. Ah, aber damit kann ich auf jeden Fall gleich schon mal mein Zeug reinigen. Also wenn ich hier runter gehe, wo lande ich dann? Ah, kleiner Schleichweg. Ja gut, dass wir da die getötet haben. Nächste, die Schweine klettern. Dann wird direkt alle vernichten. Das ist gar kein Problem. Komm, gebt mir eure Munition. Alles, was ihr habt. Mr. Flugviech, verziehen Sie sich. Dankeschön. Oh, guck mal. Da sind sie gerade runtergekommen. Ich hoffe, ich reg sie nicht zu sehr auf, indem ich sie alle abschieße. Hopp. Ach, verdammt. Ja, ich verballer hier meine Munition, ich weiß. Ist mir scheißegal, die müssen alle sterben. Entsorgt. Kannst du irgendwie mal, weiß nicht, sterben? Das Gefühl, ich werde beobachtet. Wo ist jetzt der Ernst, die da hingelaufen? Ein Sie, die da. Hm. Oh, ja, ich will aufstehen. Okay, sonst sehe ich hier keinen. Einer ist mir entkommen. Ich hoffe, der kommt nicht her. Auf jeden Fall gut für sein Leben, wenn er nicht hier kommen würde. Okay, gehen wir runter. Oh, guck mal, die Pflanzen sind wieder da. Ich weiß doch, was passiert, wenn ich auf der anderen Seite rauskomme. Oh mein Gott. Kann ich meine Waffe jetzt schon wechseln? Muss ich da runter? Ich will aber... Danke dafür. Keine Sorgen, die sind auch bei mir verdammt leise. Ich musste echt runterklettern. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Die Tür ist blockiert. Ah, guck mal, da läuft er. Nein, lauf mal da hinten. Okay, kann ich kurz mal in meine Tasche gucken?
Ah, ich kann die Munition kann ich herstellen. Okay, ah, das ist perfekt. Und dann laufe ich gerne mit der Munition rum. Weil das ist ganz praktisch. Ich habe nur 6 Minuten. Und Fischi ist hier. Ach Gott. Oh, ich würde gerne. Ich will immer die Zombies plündern. Das geht ja gar nicht. Hier wie hoch. Oh, das hört sich nicht gut an. Nee, nicht wirklich. Ey, ich habe den richtigen abgeschossen. Ich bin sehr glücklich. Wozu habe ich die alle getötet, wenn sie jetzt wieder runterkommen? Ernsthaft? Der ist abgehauen. Ganze Munition verschwindet für irgendwelche komischen Ghoul-Viecher. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich glaube, hier wäre eine Sequenz gewesen. Dadurch, dass ich sie alle abgeschossen habe, sind sie weg. Sehr schön. Nein, Fischi, bitte nicht! Nicht mich. Ich bin unschuldig. Man konnte doch irgendwie wischen, ne? Ja. Ja, cool. Also langsam gewöhne ich mich an die Ghule, man merkt es. Aber trotzdem will ich sie nicht haben. Ist das ein Ghoul da hinten? Ich weiß es nicht. Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Gasmaske wieder zu lange angelassen. Scheiße. Ich höre einen, aber wo ist der? Komm mal, Freiheit. Oh, hier ist giftig. Komm, einfach alles mit dem, was geht. Scheiß drauf. Bin badass. Ich lauf hier durch. Ist mir alles egal. Ich halte hier alles ab, was mir nur entgegenkommt. Was war das? Ich hab's kaputt gemacht. Glaube ich zumindest. Okay, hier kommen wir wieder hoch. Oh. Wo bin ich jetzt? Okay, bei dir war ich auf jeden Fall noch nicht. Jetzt hätte ich dich eingesammelt. Ah, okay, okay. Doch, wir waren hier. Was hat der Bengel jetzt schon wieder kaputt gemacht? Oh, ich will hier nicht sein. Wo ist meine Open World? Ich vermisse meine Open World ein bisschen. Okay, keine Ghule? Kein gar nichts? Nein? Ich glaube, da unten haben wir angefangen, ne? Okay, gehen wir hier lang. Oh, kann ich dich vom Weiten einsammeln? Offensichtlich nicht. Hä, wie? Oh, hier muss irgendwo ein Hebel sein oder so, ne? Oder komme ich hier irgendwie anders durch? Kann ich hier irgendwie durchducken? Hä? Hebel? Hebel? Ah, okay. Gehen wir einfach den schweren Weg. Hier sind doch wieder Ghule.
sehe das doch kommen. Safe Point. Ja, jetzt bin ich mutig, ihr Drecksäcke. Kommt her. Ich habe einen Safe Point. Was wollt ihr von mir? Wenn ich sterbe, ist mir doch scheißegal. Kommt nicht einfach wieder. So wie im Warenkrieg. Oh, ich habe doch einen Pilz vergessen, oder? Nein. Herrlich. Wer würde nicht gern durch so eine... Zurück! So, okay. Ganz vorwärts. Alles gut. Weg ist frei. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen will. Ach, der hat sogar eine eigene Tür. Das ist ja elegant. Oh, war ich nicht. Habe ich keine Munition mehr? Oh. Doch, aber irgendwie hat der Schuss nicht gezählt. Keine Ahnung. Seltsam. Okay, hier ist aber noch verboten zu atmen. Ich will dich einfach nur einsammeln, okay? Danke. Mehr will ich doch gar nicht. Da gibt's nichts. Atjom, lebst du noch? Jo. Bitte komm, Atjom. Atjom. Atjom, alles klar? Antworte. Falls du es noch nicht gemerkt hast, Schnegge, mein Charakter kann nicht sprechen. Und mir schwart Übles. Oh Gott, kann ich den hier irgendwie töten? Geht da hin! Ja, küss noch einen. Sei glücklich. Wie da ein Fisch drin ist. Oh, guck mal! Oh, hier ist noch ein. Was ist mit der Schilderlesen-Option? Ist die weg? Option? Spieloption? Schilderübersetzung. Eine sehr gute Übersetzung da. Oh, guck mal, der hat Spaß. Hier kommen sie also her, um ihren Fisch zu füttern. Aber können wir hier hin? Oh, geht's hier weiter? Oh, sag mir bitte nicht, dass die Tür da hinten nicht aufgeht. Oh, ich hatte große Hoffnung, dass ich hier durchkomme. Oh, bitte. Geh auf. Okay, sie geht auf. Aber wir gehen noch nicht raus. Oh, die Futterglocke. Futter, Futter. Kommt jetzt angeschwänzelt? Naja. Kleine Fischfütterung. Komm, wir ziehen das hier durch und gehen jetzt hier nochmal hier lang. Ach. Als ob. Ihr wollt mich doch verarschen. Wofür habe ich jetzt den Schlüssel bekommen? Damit ich im Endeffekt trotzdem hier lande? Ja, danke für nix, Spiel, ey. Ich dachte, ich kriege Special Loot, weil ich so ein cooler Dude bin und den Leuten geholfen habe. Nein, ich hätte sie einfach abschießen sollen. Scheiß drauf. Finde ich jetzt schon echt ein bisschen frech. Naja, hauen wir ab. Fischi, du kannst mich mal. Ich bin frei. Ja. Jetzt geht's wieder zu Fischi. Ich hätte ihn vielleicht nicht beleidigen sollen. Wieso zeigt mir meine Quest, dass ich da hinten hin muss? Hä? Habe ich was verpasst? Okay, das da hinten sieht aus wie ein Schutzraum. Dann gehen wir da doch einfach mal hin. Und dann überlegen wir, wie wir weiter agieren. Oh, wir haben ihn! Endlich! Atjom, alles klar bei dir? Gott sei Dank, du lebst.
warten. Endlich bist du erreichbar. Crest sagte, das Terminal hat dein Signal abgeschnitten. Wir konnten dich so lange nicht erreichen. Ich bin ja so erleichtert, Atjom. Sei doch still, Papa. Atjom hat da nun wirklich nicht gefaulenzt. Und, hast du die Motordraisine? Jetzt solltest du dich zum Depot begeben. Pass aber gut auf. Dort gibt es ein paar zwielichtige Gestalten. Ziemlich viele sogar. Na ja, falls es Probleme gibt, weißt du ja, was zu tun ist. Okay, dieses Mal muss ich anders agieren. Wir werden auf jeden Fall bis zur Nacht schlafen, obwohl... Ja gut, wir werden bis zur Nacht schlafen. Hören uns aber das hier vorher an. Und dann gehen wir los. Gucken nochmal kurz hier rein. So. Aber wir haben eigentlich noch genug Munition. Hier können wir noch ein bisschen was gebrauchen. Ansonsten. Was haben wir denn für unsere neue Lieblingswaffe hier? Okay. Aufsätze, die den Schaden verringern, dafür die Stabilität. Gib mir Schaden, ey. Schaden, Junge. Genau das, was ich habe. Na gut. Hier haben wir ja nichts Neues. Oh, ich habe vergessen zu aktivieren, ne? Haha. Ich bin so schlau. Ah, Rotpunktvisier kommt überall ran. Na gut. So, dann hören wir uns das mal an. Dies ist meine letzte Kassette, also muss ich sie zu etwas Dauerhaftem machen. 20. September. Heute haben kam ein Prediger in die Ratsversammlung und erzählte dummes Zeug über Gott, der ausgerechnet uns verschont habe, um anschließend einen Kugelblitz als Strafe für unsere Sünden zu schicken. Sünden? Wovon redete er überhaupt? Unser letzter Generator ist wegen dieser Dinger ausgefallen. Leute sind gestorben. Und die Sünden waren noch nicht alles. Er fuhr fort und sagte, wir müssten die Dämonen der Elektrizität bekämpfen. Durch Gebete, Fasten und Zauber. Und diese Idioten hörten ihm zu. Zum Glück hatte Roman genug Verstand, ihn rauszuwerfen. Sonst wäre mir die Sicherung durchgebrannt. Wie auch immer, aufgrund dieser idiotischen Ausschweifungen beschlossen wir, den Bau der Blitzableiter Palisade zu verzögern. Sollte der Irre seine Zauber doch in Aktion zeigen. 27. September. Dieser Silantius ist nicht so dumm, wie es scheint. Seine Zauber sind in Wirklichkeit Blitzableiter. Unsere Elektriker brauchten sehr lange, um zu erklären, was eine ordentliche Erdung ist. Und die Leute glauben noch immer, dass sie die Physik austricksen können. Aber diese Typen sagen einfach, Gott hätte es so gewollt. Und was wüssten sie schon? Gestern haben sie drei dieser Kugelblitze ohne Verluste vernichtet. Roman war allerdings sehr unglücklich. Manche Leute sind auch nie zufriedenzustellen. Aber welchen Unterschied macht die Farbe der Katze, solange sie die Ratten fängt? 5. Oktober. Silantius hat recht. Wir müssen uns des Rests der Ausrüstung entledigen. Sie zieht Kugelblitze ab. Und ohne unseren Generator werden wir unsere Stromversorgung sowieso nie wiederherstellen. Welchen Sinn hat es also, das Zeug zu behalten? Wir kommen ohne es aus. 7. Oktober. Roman ist tot. Dieser Catfish. Ja, es war nicht wirklich nötig, alle zu versammeln. Wir hätten das auch schrittweise machen können. Und es stimmt, dass einige der tatsächlich brauchbaren Sachen ebenfalls in den Fluss geworfen wurden. Aber so musste es ja kommen. Dafür einen Aufstand zu machen und ins Wasser zu springen, ist es nicht wert. Er konnte definitiv spüren, wie ihm die Macht entglitt. Aber deswegen die Hand gegen Silantius zu erheben. Und es geschah auch noch genau so, wie der Mann es uns vorhergesagt hatte. 31. Dezember. Die
Kassette neigt sich dem Ende zu. Genau wie das Jahr. So Gott es will, werden damit auch unsere Probleme enden. Wir sind nicht mehr allein in dieser Welt. Gott ist mit uns. Wer könnte sich also gegen uns stellen? Ich jedenfalls nicht. Und das bedeutet, dass das Lock zu Ende ist. Ein Silvesterabend ist der perfekte Zeitpunkt, eine neue Seite aufzuschlagen. Abgesehen davon sagt Vater Silantius, dass Elektrizität eine Sünde ist. Echt jetzt? Du hast dich auf deren Seite geschlagen? Gott, bist du dämlich. Oh, naja, gehen wir schlafen. Übrigens, es war seltsam, dass der Text ein bisschen voranging. Naja, aber wer liest den Scheiß schon? So, die Dunkelheit ruft. Ist wahrscheinlich wieder Mondschein, ne? Okay. Wieso zeigt mir aber die Quest immer noch da hinten hin? Sag mir bloß, ich habe einen Umweg gemacht. Dass ich hier eigentlich gar nicht lang gehen müsste. Und einfach nur ins Depot da unten hin. Ach Gott. Na gut, gehen wir hin. Ist halt die Quest ein bisschen verbuggt. Ist ja ein bisschen blöd. Ah, Ghule. Wunderschön. Schalten wir im besten Fall immer leise aus. Wir müssen auf jeden Fall auf die Dächer hier aufpassen und auf die Wagen oben. Da sind ja manchmal diese kleinen Kackbratzviecher, Telepathen, unterwegs. Wollen Stress machen. Habe ich da hinten irgendwas verpasst oder so? Ich meine, die Story geht ja offensichtlich weiter. Ich war da hinten schon. Ich hätte da sofort hingehen können. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Das kann sein. Dass ich einfach das Spiel kaputt gemacht habe. Aber wir gehen da einfach hin. Gucken, was sich machen lässt. Ja, das ist schon mal kacke. Ich gehe mal hier entlang, ne? So, wo bin ich jetzt? Ich bin gleich an der Hütte. Oh, ist das bitter. Es gab also einen Alternativweg. Naja, was soll's. Ich hoffe mal, ich habe alles richtig gemacht. Ich weiß es nicht. Bestimmt bin ich der einzige Idiot, der diesen Alternativweg genommen hat. Also den Nicht-Alternativweg genommen hat. Ist nur ein Hase, alles gut. Ach komm. Erzähl doch nicht. Kann ich nicht da drunter kriechen oder so? Jetzt muss ich ja wieder mal rumlaufen. Ich kann auch easy hier durchgehen. Ich glaube, die Anomalie verfolgt mich. Geh hier hinten rum. Bitte sag mir, dass das kein Fehler war. Ernsthaft? So eine Reichweite hast du? Ich will dich doch verarschen, Junge. Mach mal lieber die Telepathen kaputt. Habe ich gerade geblinzelt? Okay, so, nach 50 Umwegen sind wir also wieder hier. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir, wie wir das machen. Vielleicht schießen wir einfach mal kurz rein hier. Hallo. Lebst du noch? Ja. Hau rein, ciao.